Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Glauber von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema des sozialen Wohnungsbaus, wir versuchen es immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Und ich denke, es ist auch aus aktuellen Gründen ein sehr wichtiges. Denn wir haben, oder Sie haben alle gestern die Meldung der Stadt München hören können, dass die Stadt München mit 250 Millionen Euro selbst ihre Wohnbaugesellschaften, die GWG und die GEWO, selbst dort mit 250 Millionen den sozialen Wohnungsbau anschieben wollen. Und das löst insgesamt eine Investition von ca. 1 Milliarde an Investitionen für den sozialen Wohnungsbau in der Stadt München aus. Hintergrund denke ich auch, dass die Stadt über viele Jahre da sicher nicht mit voller Kraft unterwegs war. Und die Entwicklungen zeigen natürlich, dass im Ballungsraum München, aber nur als Beispiel der Ballungsraum München, dass wie in allen Ballungsräumen wir einen klassischen Verdrängungswettbewerb haben. Wir haben immer mehr Wohnungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die aus der Sozialbindung herausfallen. Und in dem Moment, in dem Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen und aus dem freien Markt verwertbar sind, entsteht natürlich extremer Druck. Dadurch, dass ein freier Wettbewerber diese Wohnungen zu ganz anderen Möglichkeiten Vermietens erst sanieren und dann Vermieten verkaufen kann, wird natürlich sozialer Wohnraum den Ballungsräumen entzogen. Und wenn wir als Freistaat die Historie der sozialen Wohnbauförderung für uns selbst, für den Freistaat anschauen und schauen in die 90er Jahre, dann hatten wir in den 90er Jahren eine Flaute im Baubereich. Es gab extremen Rückgang und man ist diesem extremen Rückgang im Baubereich auch ein Stück weit mit sozialem Wohnungsbau begegnet. Das hatte zur Folge, dass in Bayern alleine wir 610 Millionen in 93 für sozialen Wohnungsbau ausgegeben haben. Allein in Bayern haben wir mit Bund- und Landesmitteln 610 Millionen ausgegeben. Diese Folge, wenn man die ausgibt, die spürt man erst Jahre später. Im Jahre 2003 im ausgeglichenen Haushalt unter dem Ministerpräsidenten Stoiber ist dieser Betrag auf 160 Millionen abgeschmolzen worden, auch aus Bundes- und Landesmitteln. Und wenn Sie sich jetzt das anschauen, dass dort 400 Millionen nicht mehr zur Verfügung standen und ich genau beschreibe, dass die Folgen aus 93 erst Jahre später, wenn diese Wohnungen realisiert sind, spürbar sind, spürt man auch die Auswirkungen aus 2003 erst Jahre später. Und wir sind jetzt dann über Jahre hinweg mit bayerischen Mitteln bei 160 Millionen geblieben. Wir hatten dann im Jahre 2010 das Jahr des Wohnungsbaus und dort ist die Zahl wieder auf 210 Millionen angehoben worden, aber jetzt sind wir wieder im Doppelhaushalt bei 159. Und wir sehen das als nicht den richtigen Ansatz. Wir brauchen A, eine Kontinuität, also wir brauchen deutlich mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wenn Wohnraum aus der Sozialbindung herausfällt, wie wir dem begegnen wollen. Und deshalb unser heutiger Antrag zu sagen, wir wollen eine Verstetigung der sozialen Wohnbaumittel in Zusammenarbeit mit den Kommunen, ein sicherlich gangbarer Weg. Ich habe beschrieben, wie sich die Wohnungsbaumittel entwickelt haben über die Jahre hinweg und wie natürlich auch der Druck, und das ist nicht nur der Druck in München, das können wir beliebig fortführen, ob Augsburg, ob Würzburg, ob Regensburg, ob Erlangen, überall dort brauchen wir letztendlich eine Entspannung des Marktes und die bekommen wir mit einem adäquaten Ansatz im sozialen Wohnungsbau hin. Und da sind die Anstrengungen der Staatsregierung, da sind die Anstrengungen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, einfach zu wenig. Da reichen diese 159 Millionen aktuell nicht aus. Und da werden wir als Land da gefordert und es wird deutlich mehr möglich. Im zweiten Teil unseres Antrags wollen wir aber nicht nur den staatlichen Wohnbau fördern oder beleben, sondern wir wollen auch mit einer besseren Abschreibung, und zwar mit einer Verdoppelung, also der momentan 2%igen Abschreibung auf 4%, die Abschreibung auf 4% anheben und damit auch privates Kapital in den Wohnungsbau bekommen, um dort mehr Bau auszulösen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dort, wo Sie im Denkmalschutzbereich, wo Kommunen Sanierungsgebiete ausweisen,
Da haben Sie ein ganz anderes Abschreibungsmodell. Dort haben Sie die Abschreibung unter Denkmalschutzaspekten von 12 Jahren. Und da können Sie die ersten 8 Jahre 9% abschreiben. Es ist sicher ein anderer Ansatz gewesen. Man wollte im Prinzip dort denkmalgeschützte Gebäude in eine neue Nutzung überführen. Man wollte auch historische Ensemble erhalten. Man wollte alte Kerne im Prinzip dadurch beleben, dass man durch die höhere Abschreibung auch die alten Kerne erhält. Aber man sieht auch, dass es dort greift. Also sprich, Kapital kommt dorthin und es wird dort investiert. Und so glauben wir auch, dass im Wohnungsbau allgemein mit einer erhöhten Abschreibung mehr Wohnraum zur Verfügung stehen würde und damit auch eine Entspannung in den Ballungsräumen, in dem momentan ein Markt herrscht, in dem verdrängt wird. Und zwar die normalen Einkommen werden verdrängt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es muss unser Ansinnen sein, dass als Normalverdiener, als Rentner, ich nicht einem Verdrängungswettbewerb ausgelagert oder ausgesetzt bin, der mich immer weiter in die Peripherie hinausdrängt. Wenn ich dort meinen Lebensmittelpunkt habe, dann muss es auch sichergestellt sein, dass ich in diesem Lebensumfeld auch weiter bleiben kann. Und deshalb unser Antrag zu sagen, wir brauchen dort deutlich mehr Anstrengungen. Die 159 Millionen sind zu wenig. Wir brauchen eine Verstetigung, aber auf deutlich höherem Niveau. Danke für die Aufmerksamkeit. Zu den Anträgen. Den SPD-Antrag stimmen wir zu. Wir würden zwar gern sehen, dass die dynamische Abschreibung nicht nur in den Ballungszentren vollzogen wird, aber wir stimmen dem Antrag zu. Dem Antrag der CSU können wir nicht zustimmen, weil sie schreiben, dass sie genau bisher alles richtig gemacht haben. Und wir sehen eben da eben die Probleme, dass eben zu wenig Geld zur Verfügung steht.